Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video zu The Elder Scrolls Online. Ich bin der Lord Morrowind und möchte euch das Spiel etwas oder den Einstieg in das Spiel etwas leichter gestalten. In diesem Video geht es darum, welche Add-ons sind für euch am Anfang vielleicht zu empfehlen. Solltet ihr PC-Spieler sein, dann ist dieses Video auf jeden Fall was für euch. Wenn ihr Konsole spielt, dann könnt ihr dieses Video euch gerne angucken, aber es wird euch leider nicht viel nützen, da es, soweit ich weiß, auf Konsole keine Add-ons funktionieren. Ja, Add-ons sind sehr nützliche Aspekte, die euch das Spiel in The Elder Scrolls Online einfach vom Interface etc. erleichtern. Ihr seht jetzt schon die ein, zwei Sachen, die ihr vielleicht nicht habt. Wir fangen als allererstes mal mit an. Eine Minimap ist sehr zu empfehlen. Die zeigt euch grob in dem Feld an, wo ihr ungefähr seid, was ist in der Nähe. Wenn ihr in der Stadt seid, wo ist eventuell Verzauberer, Schreiner, Schneider etc. Da kann ich nur empfehlen, Wotans Minimap ist eine sehr gelungene Minimap. Sie verbraucht wenig Ressourcen und ist eigentlich sehr einfach einzustellen. Ja, machen wir weiter mit Map Pins. Map Pins ist im Prinzip eine Funktion, mit der ihr euch ein paar Filter einblenden lässt. Im Normalfall habt ihr Schauplätze, Wegschreine und Gruppenmitglieder. Das ist das Einzige, was euch der Elder Scrolls hauptsächlich anzeigt. Aber ihr könnt euch natürlich auch, wie bei mir hier, diese Kisten, wenn ihr irgendwas farmen wollt, die Kisten einblenden lassen. Ihr könnt sie aber auch ausblenden, damit sie euch nicht stören. Ihr könnt euch Bücher einblenden lassen für die Magiergilde. Guck mal kurz, ob ich ein Gebiet habe, wo ich vielleicht noch Bücher offen habe, aber mit dem Char glaube ich das nicht. Ah doch, in Cyrodiil. Seht ihr hier solche, ja, über das Wesen von Kalthafen zum Beispiel. Diese blendet es euch dann ein in jedem Gebiet. Wir gehen wieder zurück nach Deshan, Filter. Dann solltet ihr Schatzkarten haben, wird auf der Map ein rotes Kreuz auftauchen. Ich weiß gar nicht, ob ich gerade welche im Inventar habe. Natürlich nicht. In der Bank dürften auch keine sein, weil ich sowas selten auch noch. Wir nehmen einfach mal. Das ist im Prinzip wie eine Schatzkarte. Und ihr seht, dann taucht hier ein rotes Kreuz auf. Das ist jetzt fürs Handwerk, aber im Prinzip funktioniert es bei einer Schatzkarte genauso. Ihr könnt euch auch Himmelsscherben einblenden lassen. Die sind ausgefüllt, wenn ihr sie schon habt, und hier drüben leer, wenn ihr sie noch nicht habt. Dann könnt ihr euch Weltbosse einblenden lassen. Nein, Entschuldigung, nicht nur Weltbosse, sondern Delph-Bosse, das heißt in den Verliesen. Das heißt, wenn ihr in ein Verlies reingeht oder gerade in ein öffentliches Verlies, wo es mehrere Bosse gibt, könnt ihr euch diese einblenden lassen und ihr seht automatisch, ey, wo fehlt mir denn noch ein Boss? Ich brauche noch ein Achievement oder ich brauche den Fertigkeitspunkt. Und ihr könnt euch unbekannte Orte einblenden lassen. Das heißt, wenn ihr in irgendeinem Gebiet noch was nicht habt, zum Beispiel wie hier, diese Höhle hier habe ich noch nicht entdeckt, die wäre dann weg. Oder hier, oder der Mundestein, wenn ich das jetzt hier ausmache. Kann ich das überhaupt in Cyrodiil? Genau, sind diese weg. Das heißt, wollt ihr Freischnauze erkunden, macht diese Position aus. Dann gibt es ein sehr hilfreiches Addon, das nennt sich Bandits User Interface. Damit könnt ihr im Prinzip eure komplette UI bearbeiten. Darauf werde ich jetzt aber nicht sonderlich eingehen. Das Einzige, was ich sagen kann, die Ressourcenanzeige, ihr kennt sie Standard ESO, ist hier ganz links Magicka, in der Mitte Leben, ganz rechts Ausdauer. Ich habe das gern zentral, deswegen habe ich das mir hier zum Beispiel abgeändert. Und ihr seht über Bandits dieses Feld hier oben, was jetzt gerade verschwunden ist, das ist eine Bossanzeige und ihr habt auch eine Spieleranzeige, die ihr euch dann einblenden könnt. Solltet ihr dazu ein Tutorial wünschen, welche Einstellungen man in Bandits am besten machen soll oder vornehmen soll und welche ihr gerne hättet, aber nicht wisst wie, schreibt es unten in die Kommentare rein, dann wird in Zukunft ein Tutorial dazu folgen. Das nächste Add-on. Gestaltet euer Inventar oder die nächsten zwei Add-ons gestalten eure Inventar sehr, sehr übersichtlich. Das ist einmal Advanced Filter und einmal Auto Category. Alle Add-ons findet ihr dann unten in der Videobeschreibung.
Advanced Filters macht 1. Im Normalfall habt ihr Waffen und dann sind alle Waffen aufgelistet, aber ihr könnt euch hier dann Einhänder auswählen, ihr könnt Zweihänderbogen, je nachdem welche Arten ihr im Inventar habt, und könnt die nochmal separieren, wenn ihr jetzt ein relativ volles Inventar habt, wie ich zum Beispiel. Von was habe ich ziemlich viel? Bestimmt von Drödel. Jetzt könnte ich in Drödel gucken. Was habe ich alles hier drin? Ah, okay, ich habe einen Bogen drin. Ich habe Rüstung. Ah, okay. Ich habe Verbrauchsgüter, Rezepte etc. Oder hier, ich habe Meisterschriebe, habe ich sogar eine ganze Menge. Na, das ist eine Hilfe, die unterteilt ist. Dann habt ihr Auto-Category. Auto-Category sortiert einmal nach geringem Level, das heißt alles, was unter CP 160 ist. Im Prinzip das Rüstungscap. Und alles, was darüber ist oder andere Items, sortiert es nach Name. Das heißt, ihr habt hier das Set Urknums Schuppen, dann kommt das Set Bienenhüter. Ist aber darunter, weil es Werkzeug des Bienenhüters heißt. Ja, dann kommt normale Rüstung, dann kommen Glyphen und Edelsteine, Schatzkarten, Verbrauchsgüter. Es ist halt einfach ein Übersichtsaddon. Müsste nicht haben, aber ich kann es nur sehr empfehlen. Dann für die Crafter unter euch gibt es das Addon Craft Store. Auch hier wäre es zu umfangreich, das jetzt zu erklären. Ich kann nur eins sagen, Craft Store bietet euch eine Übersicht über alles Mögliche, was Handwerk, Stile, Rezepte etc. betrifft. Wünscht ihr dazu natürlich ein Tutorial, wie ihr das benutzt, wie ihr das einstellt. Schreibt es unten in die Kommentare und ich werde in Zukunft dazu ein ausführliches Video erstellen. Dann das letzte Add-on, was ich euch vorstellen möchte. Entschuldigung, ich habe eins vergessen, und zwar das Lazy Ridcraft Add-on. Das haben wir im letzten oder vorletzten Video gesehen, das stellt euch automatisch eure Handwerksdailies her. Das heißt, solltet ihr Handwerksdailies machen, einfach weil es sehr viel Gold gibt, könnt ihr mit diesem Add-on euch sehr viel Zeit ersparen. Aber dazu auch mehr, wenn ihr da ein detailgetreues Tutorial möchtet. Dann das Add-on, was richtig cool ist, gerade am Anfang, wenn man halt gar keine Gebiete hat, gar keine Wegschreine und man möchte doch irgendwo mal wohin, abseits von der Hauptquest oder abseits von irgendwelchen anderen Quests. Als allererstes muss ich sagen, das Addon ist das, was hier links oben ist. Dieses Addon funktioniert aber nur, wenn ihr in einer Gilde seid mit ein paar Mitgliedern. Wenn ihr keine Gilde habt, keine Freunde habt, wird dieses Addon nicht funktionieren. Aber ansonsten, wenn ihr eine Gilde seid, wenn ihr ein, zwei Freunde habt, listet es hier alle Gebiete auf, wo die gesammelte Anzahl, das heißt, wenn 10 Leute in Deshan sind, steht halt einer in Deshan, oder hier, es sind 3 Leute im nördlichen Elsweyr, 3 Leute im südlichen Elsweyr, 2 Leute in Deshan, 5 in Grantwald. Dann klickt ihr hier auf den Wegschrein und im Chat steht dann da, ihr reist jetzt zu dem Spieler nach dort und dort und dann kommt ihr automatisch in das Gebiet, wo der Spieler ist. Kostet euch keinen Cent, also oder kein Gold. Ansonsten müsstet ihr vielleicht Gold ausgeben oder erst lange suchen, wo ist der Spieler. Ja, das war es auch schon zu dem Video. Wie gesagt, solltet ihr detailgetreue Erklärungen brauchen oder haben wollen, dann schreibt sie in die Kommentare. Ich würde mich über Feedback freuen und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen würden.